Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Und heute geht es mal rund um das Thema Hormone. Unsere Hormonexpertin Dr. Marianne Krug ist heute hier, Fachexpertin für Allgemeinmedizin. Aber sie wird uns heute mal mitnehmen auf die Reise der verschiedenen Hormonen, wie zum Beispiel Östradiol, Progesteron, Testosteron und was das alles für Auswirkungen bei uns im Körper hat, wenn wir zu viel, zu wenig davon haben. Und vielleicht auch den ein oder anderen Trick, wie wir aus diesem Ungleichgewicht rauskommen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute da ist. Hallo, liebe Marianne. Hallo, Corinna. Ja, nicht ganz uneigennützig freue ich mich doch heute sehr, dass du da bist, weil auch ich als Frau unterliege immer mal wieder diversen Schwankungen und super Herausforderungen, wo man denkt, wie geht denn das hier eigentlich? Und umso schöner, dass wir heute uns zusammentun, um mal die ganzen Hormonverwirrungen aufzulösen. Na, dann versuchen wir das mal. Gell? So, in dem, was du schilderst, wenn wir so in unseren Schwankungen sind, dann wollen wir einfach mal wissen, auf welchem Boot schwanke ich hier eigentlich. Genau. Ne? Wer macht die Welle heute? Oh, das ist ja dann schon wieder. Okay, wo kommt die Welle her? Ja, ich stelle mir vor, wir fangen mal mit dem existenziellsten Hormon an, was wir haben. Mhm. Das ist das Cortisol. Das Cortisol ist das Hormon, was über Leben und Tod entscheidet. Was also immer dann zur Verfügung stehen muss, wenn wir wie ein Steinzeitmensch vor der Entscheidung stehen, zu kämpfen, um unser Leben zu kämpfen oder um unser Leben zu rennen. Mhm. Ja, also der große Säbelzahntiger, der da vor uns steht und der uns vor die Entscheidung stellt, unsere Existenz oder vor die Herausforderung stellt, unsere Existenz zu retten durch Flucht oder Angriff. Dazu brauchen wir bestimmte Sachen. Wir brauchen Muckis. Wir brauchen Versorgung mit ganz schnell wirksamer Energie. Das ist zum Beispiel Zucker. Ja? Und wir brauchen eine Durchblutung unserer lebenswichtigen Organe. So im Existenzkampf sind es meistens die Muskeln und andere Organe werden in der Verteilung mal gerade blockiert. Alles, was nicht lebensnotwendig ist, wird blockiert. Dazu gehört zum Beispiel die Verdauungsorgane. Verdauung ist jetzt im Fall von Angriff und Flucht nicht wichtig, wird nicht abgeschaltet, aber auf Nachtposition gestellt. Mhm. Ja? Oder aber auch unsere Haarwurzeln. Die Versorgung unserer Haarwurzeln ist verdammt unwichtig, wenn es darum geht, ob wir überleben oder nicht. Das wird abgestellt. Aber wir werden in die Lage versetzt, durch gute Durchblutung, durch Muskelkraft, durch gute Versorgung mit schnellen Energien in die Lage versetzt, auf Tod und Leben zu kämpfen oder 3 Tage am Stück zu laufen. Das ist das Cortisol. Und das ist so zwingend, so für den Körper, es ist eingerichtet als den Türwächter der Existenz, dass es sogar, auch wenn es Nebenwirkungen macht, es kostet seinen Preis, dass wir kämpfen. Den Preis zahlt manchmal unser Kopf, denn auch Überlegungen und bestimmte Hirnregionen sind im Existenzkampf unwichtig. Da gibt's nur noch Leben oder Tod. Mhm. Alles andere, ne, philosophische Betrachtungen, alles, was wir im Hirn sonst noch können, ist unwichtig. Und das wird auch klein runtergefahren. Die Neuronen, das sind die Ausstülpungen unserer Zellen, werden zurückgefahren. Die werden verbrannt. Was wäre jetzt die Folge für unseren Körper von dem Cortisol? Wunderbar, danke für die Frage. Ich sage immer so, die Folge, wenn es dumm kommt,
wird man vom Cortisol, von diesem ständigen Cortisol, ich muss einen Zwischenschritt machen, sonst wird es nicht deutlich. Wir haben ja heute keine Säbelzahntiger mehr. Mhm. Das ist der Unterschied. Aber wir geraten noch in dieselbe existenzielle Bedrohung. Jetzt ja? Umso mehr. Ja? Und wenn unser Chef uns sagt, wenn du das nicht machst, dann fliegst du raus. Dann sitzen wir vor unserem Computer, haben die volle Bedrohung, wie eine Existenzbedrohung, nur dass wir keinen Säbelzahntiger mehr haben, sondern nur noch unseren Computer, dass die Versorgung, die bessere Versorgung unserer Muskeln oder das Anfluten von Zucker uns nicht mehr hilft. Ja? Und dann kommt deine Frage. Ja, was passiert, was ist denn dann unser Problem, wenn wir von diesem Cortisol viel haben? Dann kommen wir, geraten wir in Überschuss. Und wenn es schief geht, sage ich immer, wird man von zu viel Cortison dick und wenn es noch schiefer geht, dumm, weil bestimmte Hirnfunktionen nicht mehr ablaufen können. Jetzt muss man sich vorstellen, dass der Körper sogar dafür wieder eine Regulation eingebaut hat. Nicht gerade für unsere existenzielle Bedrohung vom Computer, aber der Körper hatte für die damalige Steinzeit-Bedrohung einen Regulator eingebaut. Es gab das Cortisol, was diese Energie liefern musste, damit wir kämpfen können. Und dann gab es einen Wächter, der aufpasste, dass der Preis, den wir zahlen, wenn wir kämpfen müssen, zum Beispiel für unser Hirn, nicht zu hoch wird. Und ich habe dieses Hormon mal den Schäuble genannt, den deutschen Wirtschaftsminister, der aufpasst, dass nicht zu viel ausgegeben wird. Und so entsteht eine Balance. Diese beiden Hormone werden in derselben Drüse freigesetzt, nämlich in der Nebennierenrinde. Da haut dann das Cortisol raus, wenn wir existenziell bedroht sind. Und dann kommt der Wächter, der Schäuble, der kommt gleich mit und es bleibt in Balance. Dann hoffen wir, dass das Leben nicht nur existenzielle Bedrohungen gibt, sondern auch mal Erholungsphasen. Ne? Das wäre der übliche Ablauf. Und dann beruhigt sich wieder beides. Und dann kann wieder beides hoch. Und dann kann es sich auch wieder beruhigen. Das Problem ist unserer Zeit, dass wir den Rhythmus verloren haben. Und dass es eigentlich nur noch Bedrohung, 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 Funktionsanforderungen in der Konstanz gibt und dass die Rhythmik, die das Leben eigentlich so mit sich bringt, dass wir die nicht mehr haben, nicht mehr leben. Und dann erschöpft sich, dann haben wir ein zu viel an Energielieferanten und ein zu wenig an balancierendem Hormon. Dann geht dieses DHEA so runter. Und das hat dann negative Auswirkungen, wenn wir zu viel Cortisol im Verhältnis zu seinem Sparhormon haben. Oder es hätte auch Auswirkungen auf uns, wenn wir das gar nicht mehr hochkriegen. Das Cortisol, wenn dieser Lebensretter nicht mehr ausgeschüttet wird, das hat auch Auswirkungen. Man muss sich vorstellen, ohne Cortisol überlebt der Mensch gerade mal maximal 3 Tage. Maximal, eher weniger. Ohne Wasser, glaube ich, bis zu einer Woche, ohne Essen mehrere Monate, aber ohne Cortisol, das geht, kann man in Stunden zählen. So existenziell wichtig ist das. Ich hatte mal eine Aussage gehört, wenn man zu viel Cortisol hat, wird die Fettverbrennung unterdrückt und die Fetteinlagerung gefördert und der Muskelabbau gefördert. Richtig. Nee, stimmt der Muskelabbau das so? Der Muskelabbau kommt dadurch zustande, durch die fehlenden Pausen. Ja? Okay. Also wenn das einfach nur Cortisol, 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 Cortisol ist, dann hat
Diese übermäßige Ausschüttung, es ist ja dann eine dauerübermäßige Ausschüttung, die hat regulatorische Folgen in der Hierarchie und führt dann zum Absenken unserer sehr falsch genannten Sexualhormone. Wenn wir im Dauerstress sind, gibt es hier oben in der obersten Stelle gibt es eine Einstellung, die da sagt, Sexualhormone brauchen wir im Moment nicht. Das wäre dann Jetzt Östrogen. kommen wir in die nächste Richtung. Estradiol, Testosteron, Progesteron. Das wird runtergefahren, die Stimulation dieser Hormone wird runtergefahren und dann fehlt die Gegenkraft zu diesem Cortisol, der Balancebringer, der Gegenspieler vom Cortisol sind die auch wiederum fälschlich genannten Androgene. Wir kommen auf so viele falsche Namen, aber das machen wir dann gleich noch, ne? Die fälschlich genannten Androgene sind die Hormone für die Muskeln. Androgene heißt männliche Hormone und fälschlich deswegen, weil das impliziert, dass nur Männer das hätten. Ja? Aber wir Frauen haben sechsmal mehr Testosteron als Estradiol im Blut in jeder Phase unserer Fertilität und später sogar noch mehr. Das heißt, wenn der Gegenspieler dauerhaft unterdrückt wird, von der obersten Etage, von der Chefinstanz, dem Hypothalamus aus, wird das tief gehalten. Dann kommt es zum Muskelabbau. Wenn die Androgene, können wir bei der Gelegenheit auch gleich abhandeln, das wäre das Testosteron, das ist das starke Androgen. Und das DHEA ist das kleine Androgen, Gegenspieler vom Cortisol. Diese beiden Androgene sind dafür da, Muskelaufbau zu machen, Durchhaltevermögen zu stärken, Energie zu liefern und sind gleichzeitig der Gegenspieler vom Cortisol. Und das ist das, was du beschreibst. Wenn diese Stressphase nur lange genug dauert, dann fehlt der Gegenspieler. Dann fallen die Androgene ab. Und dann gibt es das Gegenteil von dem, wofür Androgene da sind. Muskel rauf, Fett runter ist der Auftrag der Ja, das. Androgene. Und wenn es in Mangel geht, dann ist es halt Muskel runter, Fett rauf. Und das ist eine unangenehme Situation. Verbunden mit einer nachlassenden Durchhaltefähigkeit. Bei den Männern, wenn wir die mit ins Boot nehmen, hatte ich auch in meiner Tätigkeit damals Situationen, wo zum Beispiel Männer mit erhöhtem Bauchfett, Diabetes, einen viel zu niedrigen Richtig, Testosteronspiegel hatten, richtig, ja. dadurch eine Sichtfeldeinschränkung, weil die Hypophyse wohl irgendwie dagegen reagieren musste. Und dadurch hat sich eine Drüse also diese Zusammenhänge gab es da wohl auch Das schon ist mal. also, ich weiß ja nicht, welche Männer du da im Blick hattest. Typ-2-Diabetiker war das. Also Ja. es ist in der Tat so, dass ein Testosteronmangel die Entwicklung eines Typ-2-Diabetes protegiert, also befördert. Und ein Typ-2-Diabetes befördert einen Testosteronmangel. Das heißt, da ein Mann, der einen Diabetes Typ 2 hat, kommt in eine Spirale, in eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt, weil der Diabetes den Testosteronmangel macht und Testosteronmangel den Diabetes. Das ist sehr bedrohlich und es gibt ein ganzes Expertenteam, was sich darum kümmert, nämlich über Ernährungsratschläge, das in den Griff zu bekommen. Und ich frage dann immer, und ist es gelungen? Ne? Denn an der Stelle denkt man, dass es nur über die Ernährung ginge. Und es gibt auch sicherlich einige Männer, die askesefreundlich genug sind und es durch reine Ernährungsveränderung schaffen. Aber das Gros schafft es nicht. Und
Hier könnte man, wenn man den hormonellen Teil dazu sich anguckt, kann man die Männer durch Zufuhr von Testosteron in einer besonderen Form, in der es nicht dem Diabetes schadet, helfen, sodass man die sich in den Schwanz beißende Schlange von zwei Seiten her auflöst. Und das, ja, genau, zum Urologen dann im Idealfall gehen oder was würdest du auch einen Hormoncoach oder aufsuchen? Ja, die Erfahrungen in der Urologie sind etwa noch 10-mal schlimmer als die Erfahrungen der Frauen in der Gynäkologie. Okay. Ja, also ein Urologe ist ein Chirurg und von Haus aus. Und ich kenne äußerst wenig Urologen, die das in der Zusammenstellung verstehen. Das Gebiet der Hormone innerhalb des Mannes nennt man Andrologie. Man brauchte also schon mal einen Urologen und Andrologen. Von dem könnte man dann erwarten, dass er die hormonellen Zusammenhänge des Mannes kennt. Das wäre ein Weg. Aber meine Idee ist ja, dass man diese Balancestörungen, die noch zu gesund sind, um es als Krankheit anzusehen und deswegen nicht gesehen werden von unseren Fachärzten oder auch von unseren Allgemeinärzten, diese Balancestörungen, die möchte ich gesehen wissen in einer Gruppe von Menschen, die einfach gelernt haben, da diese Zusammenhänge zu sehen und zu gewichten. Das wär so der Gang dann zum Hormoncoach, wenn wir demnächst genügend Menschen mit einer ausreichenden Expertise haben. Mhm. Aber wir haben ja noch zwei Hormone, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, das Estradiol, von dem habe ich jetzt noch nichts gehört. Genau. Was hat denn das für eine Hintergrundfunktion? Ja. Also das Estradiol ist ein Zauberhormon. Es ist dafür da, das Gewebe aufzubauen. Mhm. Es baut unsere Brust auf. Es trägt dazu bei, dass unsere Eibläschen wachsen. Ja, es baut jeden Monat unsere Follikel auf und die Follikel stellen das sogar selbst her. Das ist so wäre fast ein Perpetuum mobile. Also wir haben ein Organ, ein Eibläschen, das stellt Estradiol her und das Estradiol führt zu einem Wachstum der Eibläschen. Bis es ist eben kein Perpetuum mobile, sondern dann gibt es einen Knall und das nennt man den Eisprung. Wenn das Estradiol eine gewisse Menge erreicht hat, führt es dazu, dass das Eibläschen platzt. Das Ei springt aus dem Bläschen und kann seine Arbeit tun und sich zur Verfügung stellen für ein Spermium. Und dann bleibt hier in der Hülle, die Hülle bleibt zurück. Und in der Hülle bildet sich ein gelber Körper. Der sogenannte Gelbkörper. Und das ist eine Hormonbildestelle für das Gelbkörperhormon. Jetzt bin ich etwas abgeschweift. Wir kommen zum Gelbkörperhormon später. Mhm. Deine Frage war, was macht Estradiol? Es führt zu Wachstum. Gewebe, ich sag mal, das Gewebe wird ein wenig drall. Das ist das, wofür wir Frauen häufig geliebt werden, ja, für dieses Dralle. Und das Estradiol führt zum Beispiel auch zum Wachstum der Gebärmutterschleimhaut, damit sich dort das befruchtete Ei einnisten kann. Es führt dazu, dass Wasser gebunden wird im Gewebe, damit Haut und Schleimhäute drall und feucht sind. Es führt dazu, dass so ein paar Schönheitsideale bei uns sich einstellen dürfen. Ne? Viele Menschen bringen auch die Schönheit des Haares, der Glanz, die Dicke
und überhaupt das Wachstum der Haare mit dem Estradiol in Verbindung, nicht? Die Weichheit, die Konsistenz unserer Haut ist dadurch gelenkt, aber auch Wachstum und Erhalt von anderen Strukturen. Nehmen wir mal den Knochen. Ja, der Knochenaufbau wird erhalten durch Östrogen. Und wenn das in den Mangel kommt, tritt irgendwann, wenn der Mangel lange genug da ist, der Knochenschwund, die Osteoporose auf. Oder der Erhalt von einer bestimmten Schleimhautqualität, beispielsweise die Vaginalschleimhaut oder auch wir müssten etwas tiefer schauen, auch die Schleimhaut und die Konsistenz unseres Zahnfleisches zum Beispiel ist abhängig von dem Östradiol. Und deshalb kann man den Mangel an Östradiol zum Beispiel auch an Geweben erkennen. Ja? Also der Gynäkologe erkennt den Mangel an Östradiol in der Form, in einer etwas fehlgeleiteten Form der Vaginalschleimhaut. Wir nennen das Atrophie. Also wenn das gar nicht mehr sich, wenn das Gewebe sich nicht mehr richtig aufbaut oder austrocknet. Das kann der Gynäkologe beim Blick auf die Schleimhaut erkennen. Oder stumpfe, glanzlose Haare würden auch dafür sprechen, dass das Estradiol unter Umständen zu tief ist. Und weil das so ein aufbauendes Hormon ist, und das ist schon das zweite aufbauende Hormon, ne? Das erste war Testosteron, Muskelaufbau, Estradiol, Aufbau von Schleimhaut, Haut und speziellen gynäkologischen Geweben. Ne? Die Follikel hatte ich erwähnt. Dann das Endometrium natürlich und nicht zu vergessen, wir brauchen das Estradiol, das wird in Mengen gebildet in der Schwangerschaft und wird auch in der Plazenta gebildet, wenngleich auch die Schwangerschaft nicht Estradiol-dominant ist, sondern Progesteron-dominant, aber es ist essentiell für unseren, ich sage mal, evolutionären Auftrag des Kinderkriegens. Das ginge ohne Estradiol gar nicht. Gut, dann haben wir noch das Thema Gelbkörper gehabt. Gelbkörperhormon, ja. Also ich war dabei zu erzählen, es gibt aufbauende Hormone, proliferative Hormone. Ich nenne sie gerne Yang-Hormone. Nach dem chinesischen Yin- und Yang-Prinzip ist das so nach außen gerichtet aufbauend. Und im Chinesischen gibt es ja zu dem Yang auch das Yin. Und das Yin hat die Aufgabe, das Yang quasi festzuhalten und die Richtung zur Erholung, zur Nährung, zur Erde darzustellen. Und in den Hormonen ist das das Progesteron. Das hat die Aufgabe, das ein Balancegewicht zu geben gegen das Aufbauende, sei es Estradiol oder Testosteron. Es hat die Aufgabe, eine Nicht-Durchhaltekraft. Durchhaltekraft wäre Cortisol und die Androgene, sondern die Duldung. Das Dulden von bestimmten Dingen, also etwas Sedierendes, etwas Gelassenheit bringendes, das ist das Progesteron. Ja? Und das wird eben gebildet in der zweiten Zyklushälfte. In der ersten haben wir nur ganz wenig Progesteron. Erst durch den Eisprung und durch den Gelbkörper kriegen wir in der zweiten Zyklushälfte unseren Progesteronschub und der uns im Idealfall dazu gelassen genug macht, eine Schwangerschaft in uns zuzulassen. Ja, okay. Wenn man sich vorstellt, da wächst in uns, wenn man es biologisch exakt ausdrückt, ist es ein Parasit, nämlich ein Wesen, was nicht unsere DNA hat. Und das lassen wir zu.
Und für diese Gelassenheit, das Wachstum in uns zuzulassen, brauchen wir mengenweise Progesteron. Und deshalb ist die Schwangerschaft ein progesteronbetonter Zustand. Und ich muss noch eins über das Progesteron erzählen. Es ist der Gegenspieler, der aufpasst, dass das Wachstum vom Östrogen nicht in die falsche Richtung geht. Also das Wachstum der Brust, die Wachstumstendenz durch Estradiol wird balanciert durch eine Bremsfunktion des Progesteron. Und dann haben wir noch ein Wachstum, das ist das Wachstum unserer Gebärmutterschleimhaut durch Estradiol, wird gebremst durch das Progesteron. Und jetzt, wenn ich darf, einen kleinen Ausflug in die Geschichte der Hormone. Estradiol wurde in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts erstmalig isoliert. Und man hat gemerkt, wenn man Estradiol an all die menopausalen Frauen verteilt, dass man eine antidepressive Wirkung hat vom Feinsten. Ja, und dass man also Millionen von Frauen helfen konnte, wenn man einfach nur Estradiol den menopausalen Frauen gibt. Und dann passierte Folgendes. Nach einigen Jahren stellte man fest, dass die Menge an Karzinomen in der Gebärmutterschleimhaut sich vervielfacht hatte, verfünffacht, versechsfacht hatte. Und das war der Moment, in dem man gemerkt hat, man kann nicht nur ein proliferatives Hormon so als Heilbringer, als hormoneller Heilbringer den Menschen darbringen, sondern man muss aufpassen, dass es balanciert ist. Und diese Balance ist ja das Progesteron. Und in diesem Zeitpunkt der Geschichte gab es eine kolossale Verdrehung. Man hat nämlich nicht das Progesteron dann genommen als Gegenspieler zu dem Estradiol, sondern man hat gesagt, wir am Reißbrett schaffen eine Struktur, die dem Aufbau unserer Gebärmutterschleimhaut entgegenwirkt. Das heißt, am Reißbrett wurde eine Substanzklasse erfunden, gefunden, geschaffen. Und das war die Substanzklasse der Gestagene. Und die Gestagene hatten nichts anderes in der Funktion, als das zu gegengewichten, das zu balancieren, was ein zu viel an Estradiol in der Menschheit beschert hatte. Das hört sich nach einer Erfindung der Pharmaindustrie an. Ja. Genau, genau. Das ist ja wie häufig. Diese Denkkonzepte, ja. Wie häufig ist es ja so, dass Menschheit glaubt, besser zu sein als das, was wir in uns haben. Und das ist da gemacht worden. Das heißt, da gab es die Substanzklasse der Gestagene. Und die waren ab dann für zwingend notwendig, wenn man Östrogene der wechseljahrsgeplagten Frau gab, gab es die Östrogene. Und als Hilfe dazu, als pharmakologische Prävention vor Endometriumkrebs, gab es die Gestagene dazu. Also ich sehe, es ist wirklich so ein komplexes Feld, wo man wirklich jemanden benötigt, der einen da die ganzen Zusammenhänge wirklich erklärt und begleitet. Und wenn man jetzt wirklich sagt hier, was gibt es denn für Möglichkeiten für die Menschen, die wirklich in die Tiefe schauen wollen, die sagen, okay, weg von dieser Oberflächlichkeit, so eins mit dem anderen ausspielen, dann noch chemische Kopien, sondern wirklich zu sagen, nee, wir betrachten den Menschen und den Blick aufs Ganze und die Zusammenspiele. Ja, also ich habe mir das gerne und mit Leidenschaft auf die Fahne geschrieben, dass ich dafür stehen möchte, dass es dafür eine Gruppe von ausgebildeten Menschen gibt. Ich mache solche Ausbildungen mit Leidenschaft. Merkt man, und, ja. Ich habe dazu den Namen verwendet des Hormoncoaches.
da es nicht nur um Therapie geht, sondern es geht um das Coaching, um dieses begleitende Prinzip. Das fand ich dafür geeignet. Und dazu bilde ich aus. Und ja, da freue ich mich über jeden, der sich von der Leidenschaft für die Hormone entflammen lässt. Und super, würde mich freuen, wenn das Wissen weit gestreut würde. Notwendig ist es auf jeden Fall. Unbedingt. Umso schöner, dass du die Verbindung hier schaffst. Ja, vor allen Dingen auch als Entlastung für die Ärzte, die einfach überfordert sind mit diesem komplexen Hormonzusammenspiel und man gar nicht mehr diesen Anspruch hat, dass ein Arzt immer alles wissen muss, weil er auch nicht die Zeit und die Kapazität hat, sich in so ein komplexes Feld wirklich reinzudenken. Oder eben auch der Arzt, der sagt, okay, ich entflamme mein Herz genauso wie du für dieses Thema und möchte es besonders tief erfahren. Genau so. So kann man da wirklich eine schöne Verbindung schaffen. Genau so, denn es darf ja jeder wählen, wo er gerne hinguckt. Es muss ja nicht jeder auf die Hormone gucken, aber dann muss es jemanden geben, der das an seiner Stelle tut und wo er ihn hinüberweisen kann oder hinschicken kann. Ja, genau so. Das fände ich schön. Ja, danke schön, liebe Marianne, dass du heute da warst. Ja. Danke für die Einladung, Corinne. Ja, bis bald. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten wieder einiges mitnehmen aus unserem tollen Hormon-Cocktail-Informations-Interview heute mit Marianne Krug. Gehen Sie gerne auf unsere Webseite www.qs24.tv. Da finden Sie noch weitere Interviews mit unserem Gast und auch die Kontaktdaten noch zusätzlich. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis bald. Tschüss.